Hier in der Traumwelt geht's voll ab. Starke Gegner, viele EP. Das mag ich. Aber wir wollen ja eigentlich ein Traumei haben. Hm. Wo ist das Seepferdchen? Wir müssen wohl noch ein Weilchen kämpfen gegen die Gegner hier. Oh, bevor wir das rausfinden. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ja, haben wir's dann. Meine Güte, ich habe schon fast die Hälfte umgebracht. Nee, mehr sogar. 60% sind schon tot. Dann kann ich mir eine Traumattacke sparen, setz gleich den Hammer ein und sehe, eine kleine Gruppe lebt noch. Eine ganz kleine Oh, er hat sich Verstärkung geholt. Deswegen habe ich aber noch lange keine Angst, obwohl ich gefailt hatte. Ja, nicht schlimm. Einen Treffer kann man ja einstecken. Ist ja nicht die Welt. Und der Rest wird mit einem Sprung erledigt. Yay. Ich freue mich schon auf weitere 500 Erfahrungspunkte. Doppellevel hatten wir kurz davor. Also braucht man nicht darauf hoffen, dass es in nächster Zeit wieder ein Level gibt. Auch wenn man hier wirklich viele Erfahrungspunkte bekommt. Also 500 bis 700 sind drin, bei einem Lakitu 700. Ja, der ein oder andere Kampf, dann passt es. Ja, diese Attacke mag ich nicht so, weil da kann man nicht so viel kontern. Man kann zwar schön auf die Anführer gehen. Schöner Doppeltreffer. Aber ja, das war's dann auch schon. Glücklicherweise stehen die alle relativ weit vorne. Weshalb jetzt schon 3 sterben werden, denke ich. Nur einer? Okay. Bisschen enttäuscht bin ich jetzt. Ja gut, sie haben aber ihren Zug verschwendet. Jetzt müsst ihr dran glauben. Bam! Nur noch einer ganz hinten am Leben. Und der setzt wieder diese Attacke ein. Und stirbt. Die sehen so ein bisschen aus wie Shymans, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn sie mir entgegenlaufen. Jetzt natürlich nicht mehr. Ihr seht, ich habe die Gegner drauf. Es gibt keine Probleme. Wow, ohne Schäden bestanden. Krass. Die Traumwelt liegt mir sogar in diesem Gebiet mehr als die Wachwelt. Auch wenn ich da besser werde. Ich habe nur noch ein paar Probleme mit den Shy Guys und den Fiesmuscheln. Aber insgesamt kann ich mich nicht beklagen. Und da ist auch schon der nächste Lakitu. Erstangriff! Weil er glücklicherweise so dumm war. Und, ouch? Und runtergeflogen ist. Warum stand da ouch? Ist es etwa effektiver, auf sie drauf zu springen? Logischerweise erst, wenn sie umgedreht sind. Wusste ich ja gar nicht. Aber scheint so. Alle umdrehen. Obwohl, nein, die sind sogar schon tot wegen dem Erstangriff. Ja, geil. Wie jetzt? Und der Lakitu flüchtet? Hm. Schade. Kostet mich 100 Erfahrungspunkte. Gut, ist nicht so tragisch. Hätte gar nicht gedacht, dass es für die Stachis so viel gibt. Ich hätte jetzt eher vermutet, für den Lakitu kriegt man so 400 oder so. Und die Lakitus, ja. Wie heißen sie? Stachis, die tun ihr Übriges dann. Aber ich wohl andersrum. Hey, wir haben das Seepferdchen gefunden. Voller Streber. Oh, ein Publikum. Immer hereinspaziert, Freunde. Oder ist es ein Spinner? Also, wir sind hier wegen des Traumeis, ne? Das Traumei, das hab ich, so war ich Sebastian heiße. Aber wenn wir schon von Eiern reden, ihr seid doch sicher hungrig, oder? Hm? Nein, ich will einfach nur das Ei. Ah, verstehe. Ihr mögt keine Eier. Bevorzugt ihr was mit Pilzen, ja. Schade, schade. Hab grad nicht die Zutaten für mein Spezialpilzgericht da. Für meine super leckere Fußpilzpfanne. Schmeckt nicht. Lass mich gehen. Fußpilzpfanne klingt ganz schön abartig, oder? Aber ist ja auch egal, oder? Witzig ist es auf jeden Fall, ne? Nein. Oh Mann, ihr seid ein hartiges Publikum. Ihr dürft ruhig applaudieren oder so. Echt. Als ich eure Spitzenbärte gesehen habe, dachte ich, ihr mögt sicher auch meine Spitzenwitze. Na gut, egal. Aber sagt mal, ihr mögt uns sehr lange wohl sehr, ne? Na dann wisst ihr sicher auch das. Wieso heißen wir eigentlich Sehrlinge? Das hat einen einfachen Grund. Wir sind alle sehr große Schlingel. Den habe ich nicht verstanden. Aber
Keiner der Witze ist witzig, von daher. Bei dem hat's Klick gemacht, der versteht mich. Du hast den Witz kapiert, Mann, ne? Also ich nicht. Echt? Einer meiner liebsten Witze, auch wenn das bei der Pointe schon ziemlich stört. Nee, ich kapier ihn nicht. Aber wartet ab, ich hab noch einen, der wird euch umhauen, garantiert. Was, ihr wollt lieber etwas über das Traumei hören als meine Witze? Na gut, verstehe. Ganz schön abgebrüht. Naja, egal. Bitteschön. Gibt er es her? Danke. Darf ich dann gehen? Es war nur halb so wild wie bei dem davor. Wenn ich jetzt gehen darf. Traumei Nummer 2. Also gut, auf zur nächsten Traumzone. Suchen wir nach dem nächsten Serling. Und ihr wollt das Traumei verwenden, um Peach zu verstecken, ja? Na dann, Augen auf beim Eierlauf. Wäre doch schade, wenn es kaputt geht. Ihr werdet das Ding schon schaukeln. Schließlich seid ihr im Namen einer Majestät unterwegs. Ist doch so, oder? Man sollte eine Dame immer wie eine Prinzessin behandeln. Meine Frau zum Beispiel, als ich um ihre Hand anhielt, sagte ich zu ihr, ich werde dich sehr, sehr glücklich machen. Wirklich. Ja. Was? Na hört mal, zwei Serlinge heiraten. Da bietet sich ein sehr, sehr doch an, oder? Bitte geh sterben. Lass mich in Ruhe. Nein, keine Reaktion. Jungs, ihr müsst unbedingt lockerer werden. Zumindest in der Traumwelt solltet ihr entspannen. Und noch etwas. Witze sind wie Käse, ja. Die, die am meisten stinken, sind oft die allerbesten. Ja. Er hat uns mit seinen Witzen und seinen Weisheiten gelangweilt, jetzt darf ich aber gehen. Gott sei Dank. Hey, habt ihr den Bug gesehen? Ich hab Luigis Mütze in der Röhre gesehen. Haha, voll scheiße. LOL. Naja, wurscht. Hauptsache weg hier. Also die Kämpfe und so machen hier durchaus Spaß, das Gebiet sieht auch sehr gut aus, aber dieses Gelaber von diesen Serlingen, das bringt einen ja innerlich um. Wir haben jetzt zwei Traumeier, so heißen die Dinger. Ich denke mal, es gibt vier. Weil es gibt nämlich noch drüben einen Weg. Jetzt muss ich nur kurz gucken wegen den Attackenfragmenten. Uns hat da ja noch eins bzw. zwei sogar gefehlt. Ja, schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht sogar den hohen Sprung erlernen. Deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal um das Gebiet rechts. Und dann kann ich immer noch nach den Attackenfragmenten schauen. So. Wo ging's denn da eigentlich nach rechts zur Hölle? Ich muss nochmal über die Brücke, ne? Ich muss jetzt so einen riesen Umweg gehen, sorry. Aber ich hab's gleich. So, hier geht's runter. Und da haben wir schon ein Attackenfragment auf der anderen Seite. Hätte ich das nicht sogar schon bekommen können? Ich glaube, bei dem habe ich gefailt. Das ist irgendwie... Wartet mal. Das ist hier. War ich da drüben nicht schon mal? Oder brauche ich den hohen Sprung dafür? Also irgendwas ist da faul. Ich glaube, das hätte ich schon bekommen können. Aber kann man jetzt nichts machen, ne? Obwohl, doch. Moment. Wir sind hier gar nicht hochgegangen. Ich bin dann gleich nach links gegangen, ich Idiot. Da ist das Attackenfragment. Da muss ich hoch. Und wie komme ich da hoch, bitte? Na, na, na? Ich muss da hoch irgendwo. Wie geht denn das? Da war ich doch, da war ich doch. Ich erinnere mich. Ich habe nur nicht nach unten geschaut. Ja, Epic Fail. Wie komme ich da wieder hin? Riesen, mega Umweg, Kacke. Nein, ist alles falsch. Ist falsch, ist falsch, ist falsch. Wir kommen der Sache näher, wir kommen der Sache näher. Hier. Hier muss ich rein. Das habe ich nicht gecheckt, dass ich da nach unten muss. Und bumm! So, jetzt hole ich es mir aber. Ich muss nur schauen, wo ich genau hinfliegen muss. Ja, ich muss jetzt zu dem Knopf dahin. Ah, das ist schon wieder falsch. Verflucht nochmal! Luigi, komm hoch. Ja, klar. Das war doch klar, Mann. Es gibt doch nur Ärger mit diesen scheiß Attackenfragmenten. Ah. Da könnte ich mich so aufregen. So gut die Idee auch ist. Das geht mir so auf die Nerven.
Aber das gab es auch schon in Abenteuer Bowser, habt ihr gesagt. Na toll. Dann haben wir den gleichen Ärger dann auch bei Mario & Luigi 3. So, hier bin ich dann, glaube ich... Nee, das ist ja auch falsch. Ich muss darüber fliegen, von da oben. Und das habe ich nicht gemacht. Klar, es ist schon schwer zu sehen, aber man kann drauf kommen. Naja, jetzt habe ich es aber. Außer wir fallen runter. Nein, tun wir nicht. Attackenfragment 6. Nee, 8. 8 sind wir schon. 8, 8, 8, 8, 8. Und noch eins haben wir da unten. Da habe ich noch nicht nachgeschaut, soweit ich weiß. Also das dürfte ich bekommen. Achso, da sind Felsen. Ja. Gut, ab hier ist ein neuer Weg für uns. Wir werden bestimmt die anderen beiden Attackenfragmente auch noch finden. Und die Traumeier natürlich. Ich habe ja große Hoffnungen, dass es doch nur drei gibt. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, links zwei, rechts zwei, würde doch passen. Würde aber nicht drauf wetten. Gut, die Gegner sind nicht so schwer. Die werden erst später dann, denke ich mal, wieder etwas härter. Was heißt härter? Die bleiben ja gleich stark. Aber es kommen halt mehrere. Mehr Goombas und so. Aber wir sind ja jetzt wieder quasi am Anfang. Und deswegen übertreiben die es hier nicht. Da kommen noch nicht mal die Fiesmuscheln vor. Wer weiß, vielleicht haben wir da rechts ja sogar ganz neue Gegner. Obwohl sich die Entwickler leider nicht so viele ausgedacht haben. Das bleibt wirklich ein Kritikpunkt. Man hätte viel mehr verschiedene Gegner machen können und sollen. Tja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Also nach unten geht nicht. Da haben wir gleich den nächsten Lappen. Hallo. Oh, komm mal drunter, Mensch. Ich will wenigstens einen Erstangriff gegen dich. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Das müsste doch jetzt zählen mit dem Hammer. Yes. Dann mache ich das in Zukunft immer so. Weil ihn mit dem Sprung zu treffen, das ist echt sehr schwer. Hammer ist chilliger. Boah, geh mir nicht auf die Eier, hey. Ihr könnt mich mal. Ich mache jetzt die Checkkanone. Hoffentlich funktioniert's. A, A, B, A, B, B. A, A, B, A, B, B. Und B, B, A, B, A, A. Also die habe ich inzwischen richtig gut drauf, ne? Krass. Aber der lebt noch. Luigi, töte ihn schnell. Und weg. So muss das sein. Nice. Da-da. Mein Orden ist auch schon fast gefüllt. Ihr erinnert euch. Ich habe eingestellt, dass wir über den nächsten 6 gegnerischen Attacken keinen Schaden nehmen werden. Vielleicht kommt ja hier noch so ein Boss oder so. Das wäre auf jeden Fall extrem hilfreich. 6-mal keinen Schaden, muss man sich mal vorstellen. Voll episch. Oh Mist. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ihr geht mir auf die Nerven. Ihr kotzt an. Mit einem Konter kann ich aber die Goombas schon besiegen, insofern ich mit Mario kontere. Ja, nicht geklappt. Ich muss endlich mal mehr Geschwindigkeit erlangen. Aber ich fürchte, diese Fly Guys sind so oder so zu schnell, selbst wenn ich die Hose wieder wechsle. Die machen auf mich schon einen sehr flinken Eindruck. Ist leider so. Haha. Und du bist tot. Du willst auch sterben? Kein Problem. Kann ich ermöglichen. Und jetzt ihr. Also zumindest einer von euch. Außer Mario, nein. Wenn er toll gehabt hätte, dann wäre er tot. Hat er beim ersten auch geklappt. Aber der ist schon geschwächt, der wird auf jeden Fall abkratzen. Willst du nicht aufgeben? Ich werte das als nein. Klug bist du ja nicht gerade. Aber musst du wissen. Wiedersehen. Flasche. Wir kriegen voll viele Superpilze. Aber ich hätte jetzt mehr Bock auf Sirup. Weil Marios BP stellen sich ja leider nicht von selbst wieder her. Anders wie bei Luigi. Für den muss ich immer wieder einen Sirup verbrauchen.
Und so langsam braucht er wieder eins. Was ist denn jetzt los? Diese Stelle da. Ach, schon gefunden. Cool. Ich spüre eine starke Aura, die von dort ausgeht. Mario, beeilen wir uns. Ah ja, alles mit der Ruhe. Na, lass mich hoch. Verflucht. So. Ja, nee, ich will erst darüber hier. Das Item holen. Das könnte ein Ausrüstungsgegenstand sein. Irgendwie habe ich das Gefühl. Nee, ein Abbild. Was hier zu tun ist, denke ich, ist auch klar. Durchbohren, Bams. Und dann sind wir. Joa, Fiesmuschel. Ich will endlich den hohen Sprung, Mann. Der würde so viel erleichtern. Aber ich kriege ihn einfach nicht. Macht Schildkanone jetzt hier auch Sinn? Ich mach sie einfach mal. Und den Rest erledige ich dann vielleicht mit dem Helikopter. A, A, B, B, A, B. Ja, ist eigentlich auch einfach. Und dann B, A, B, B, A, A. Aber irgendwie hat es das doch nicht so wirklich gebracht. Es ist nur eine Muschel gestorben. Und selbst mit dem Helikopter würde sich, glaube ich, echt nicht viel ändern. Also bei denen muss ich sagen, ist Kontern echt besser als Angriff. Hier sollte man auf Verteidigung gehen. Und das wiederum bedeutet, ich werde Mario ein Bonbon geben, um KP und BP aufzufüllen. Hier. Sehr schön. Na dann greif mal an, dumme Muschel. Konter 1 und Konter... Nein, noch einmal, komm. Mist! Oh, nächste Chance. Yes. Der hat mir aber viele Chancen gegeben. Danke. Gleich nochmal. 1. 2. Yeah. Also ihr seht, so kriegt man die einfach viel besser down. Ich rate euch zur Verteidigung. Also Angriff bringt nichts. Die haben viel zu hohe Verteidigung. Das macht keinen Schaden. Keine Chillkanone, kein Helikopter. Das bringt alles nichts. Gar nicht. Ich muss da hoch, verdammt. Attackenfrequenz sehe ich. Attacken. Wo bist du? Da oben bestimmt, ne? Und dazu muss ich auf diese dumme Plattform. Oh, Bohne, yay. Von den Bohnen haben wir bisher sehr wenige hier gefunden. Das wundert mich eigentlich. Oder gibt's hier nicht so viele? Oh, das ist alles total verwirrend. Wo geht's denn da überhaupt hoch? Oh, nicht schon wieder. Nein! Erstangriff versaut. Aber ist nicht so schlimm, weil bei jedem Angriff geben die einem wirklich die Möglichkeit, sie umzubringen. Und lieber die Sprungsache, als das mit dem Hammer. Weil das viel schwieriger ist. Aber die sind ja auch nicht blöd. Die werden jetzt gleich wieder die Hammerattacke machen. Okay, die ist dumm. Weil zwei Sprünge reichen ja schon aus, dann... Obwohl, nein, doch nicht. Wenn man den ersten Angriff versaut, braucht man drei Sprünge. Toll! Dann schadet es mir doch noch. 1, 2 und 3. Sehr gut, Luigi. So macht man das. 1, 2 und 3. Yeah. Wir haben es drauf jetzt. Ho! So muss das sein. Beide haben gleich wieder ein Level up. Was erhöhe ich dann eigentlich? Ich habe keinen Plan. Wieder eine Bohne. Schön, schön. Also ich kann die doch bis jetzt nicht alle übersehen haben, oder? Das wäre bitter. Halt. Ja. Dann hier. Ich habe euch doch schon mal von diesem Typen mit dem Motorrad erzählt, oder? Das Arschloch kommt gerade wieder bei mir vorbei und macht einen Heidenlärm. Das Krasse ist ja, würde der Typ gleich absteigen und den Motor abschalten, dann hätte ich ja nicht mal was gegen ihn. Okay, jetzt hat er sich sogar gar nicht so viel Zeit gelassen. Aber meistens wartet er noch 30 Sekunden, weil er irgendwas an seinem Handy abchecken muss oder so und lässt dabei noch den Motor laufen. Und dabei ist der Lärm einfach nicht zu ertragen. Ja, also ich habe ja nichts gegen Motorrad oder Mopedfahrer oder was auch immer. Aber sowas ist ja echt eine Unverschämtheit. Chillt er da erstmal. Arsch. Na komm. Blöde Plattform, hallo. Obwohl, ich sollte das vielleicht nicht mit dem Sprung machen, weil dann kann ich nicht so gut landen. Komm schon, noch das Attackenfragment. Hallo. Oh, ich kann auch nichts. Scheiße. Ach, da ist auch noch was. Ja, check ich danach ab. Erstmal darüber. Wo
vorbei, war das irgendwie... Ach, das war ja gar nicht notwendig. Das ist ja gerade erst gekommen, diese Plattform. Stimmt, die war vorhin im Sand. Die habe ich jetzt mit diesem Block ausgelöst. Habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich mich direkt wieder über den Motorradfahrer aufregen musste. Nein, nicht runterfallen, nein. Gut. Noch ein Attackenfragment. So lange wird es nicht mehr dauern. Ich habe schon ungefähr das Gefühl, wann wir das bekommen werden. Das müsste auf dem Rückweg aufzufinden sein. Und den sehe ich schon auf der Karte. Ich muss mich halt jetzt hier durchbohren. Okay. Abkürzung. Fiesmuschel. Wie kann man denn da wieder den Erstangriff versauen? Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie plötzlich Desinteresse zeigt. Weil erst wollte sie mich angreifen, dann ist sie stehen geblieben. Ich habe halt damit gerechnet, dass sie auf mich zukommt. Was nicht eingetreten ist. Shit. Yay, Orden ist voll. Cool. 1, 2 und 3. Oh, das war knapp, aber es hat geklappt. Du willst wieder springen. Okay. Das war dein Wunsch. Ist sowieso egal, was du machst. Du stirbst. Noch einer? Ja, noch einer. Komm, dann haben wir unsere Ruhe, wenn der weg ist. Yes. Dann werde ich in die Traumzone gehen und danach hole ich mir dann das letzte Attackenfragment und dann sind wir happy. Und es sieht so aus, als ist dieses Gebiet viel kleiner als das linke. Soll heißen, es gibt hier doch nur noch ein Traumei. Oder? Ich schaue mir gleich nochmal die Karte genauer an. Wäre aber ganz cool. Ich habe jetzt langsam wieder Bock auf eine andere Aufgabe und nicht diese blöden Eier da ständig suchen. Was bin ich denn? Geisterkeks. Mann, ey, wenn es wenigstens einen Weg geben würde, diese blöden Scheiß-Flygeys alle mit einem Schlag zu töten. Vielleicht sind die ja nicht so stark und sterben eher bei der Chill-Kanone. Achso, das habe ich ja schon ausprobiert, stimmt. A, B. Da sterben fast 2, wenn ich mich recht erinnere. A, B. Und B, A. Tut mir leid, falls euch das Gelaber irgendwie irritiert mit A, B, bla, bla. Aber ich muss es halt so machen, weil sonst kann ich es meinem Gehirn nicht vermitteln. Das ist schon klar, ne? Ich versuche es ja extra leise zu machen, aber das muss ich einfach machen, damit es klappt. War schon krass. Vor einigen Parts hatte die Chillkanone noch überhaupt nicht drauf. Und jetzt schon. Aber, ja, lag eigentlich auch nur daran, dass ich das letzte Prinzip nicht geschnallt habe. So, nur noch du. Bam! Oh, kratz doch einfach ab. Du blöder Trottel. Es wird echt Zeit für den nächsten Rang. Ich brauche auch für Mario jetzt einen weiteren Slot für Ausrüstungsgegenstände, damit er noch mehr Angriffskraft kriegt. Verdammt! Wann kriege ich denn den nächsten Rang? 24 hat mich enttäuscht, da ist nichts passiert. Luigi hat gleich 25, aber ich glaube, es ist auch nicht 25. Nächste Chance wäre bei 26, denke ich mal. Ist das alles doof. Gemein. Okay, wir könnten uns jetzt schnell das letzte Attackenfragment holen, weil ich sehe gerade, dass es da keine Komplikationen gibt. Wir müssen nur hier lang. Oh, Traumkissen, die gibt's auch. Cool. 10. Attackenfragment. Damit haben wir die nächste Paar-Attacke. Und die ist für Mario Bomben-Derby. Wie sieht das aus? Mhm. Also im Prinzip simples Kontern. Mit Luigi muss ich mir die Bälle schnappen und zu Mario rüberschmeißen und dann immer im Rhythmus A drücken. Nur beim letzten etwas verzögern. Ja gut, es ist doch einfacher gesagt als getan. Ja, das braucht Übung wie alles andere auch. Ich mache das direkt nach dem Part.
War jetzt etwas erbärmlich. Wenn ich nur kontern müsste, wäre es einfach. Aber weil ich ja gleichzeitig mit der linken Hand die Bomben schmeißen muss, ist das sehr schwer. Man glaubt, das ist einfacher, aber das sind so Sachen, die der Körper einfach nicht so gut kann. Naja, okay. Womit machen wir eigentlich weiter? Jetzt baue ich noch schnell die Brücke. Ich glaube, ich gucke erst ins Traumkissen. Da denke ich mal, werde ich einen Kisso retten können. Und dann werde ich die Traumwelt betreten, die Traumzone betreten und mir das letzte Ei holen. Weil es ist tatsächlich so, es gibt hier keinen weiteren Weg mehr. Das bedeutet, es gibt nur noch ein Ei und wir sind im nächsten Part mit dieser Mission fertig. Irgendwie gut, oder? Also es ist zwar nicht schlecht, aber fehlt ein bisschen der Pep bei dieser Mission. Aber ja, Guardiola hat halt bei FC Bayern genug zu tun. Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.